Herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zu Pokémon Random Rot, Feuer, Rot, GG, Deluxe, Deluxe, Deluxe. Deluxe! Wir stehen auf Deluxe. So, ich wollte mal gucken, wie viel Dingens ich jetzt noch hab tatsächlich. Schutz. Oh, 11, ja komm, dann hau ich meinen rein. Muss den Hansel hier jetzt besiegen. Sieht wieder nach dem Wanderer aus, dann packen wir das Wasser-Pokémon davon. Ah ja, ihr seht's schon, Leute, ich hab Terra wieder abgelegt, also das Dingens. Ach ja, warte mal, ich muss dann gleich nochmal gucken. Bei dir hatte sich ja nichts geändert jetzt, Corona, an der Aufstellung, nee, oder? Nee, nicht vom letzten Mal. Okay, dann kann ich die so übernehmen. Habe ich eben vergessen, am Anfang zu fragen. Bei mir ist ja das Dingens kaputt. Das Dingens kaputt? Seemops. Ja, das weiß ich ja. Okay. So. Was hier oben so los? Ah, da oben liegt noch ein Ball. Mit Top-Ether. Ich muss gerade gegen den Wanderer kämpfen. Okay, ich kämpfe auch mal gegen den. Haha, kannst du mich besiegen? Du hast gar nicht vorgelesen, was er gesagt hat. Doch, ich habe gesagt, haha, kannst du mich besiegen? Habe ich nicht gehört. Theodor, der Wanderer, Leute. 21, mhm. Okay. Rat mal, was er hat. Ja, war ja klar, dass er wieder Kleinstein hat. Mhm. Aber er hat drei Pokémon. Kleinstein, Kleinstein, Georock bestimmt. Das ist korrekt. Echt? Ja. Nice. Das ist ganz oft irgendwie so. Dann haben die normalen Entwicklungen und dann nochmal so als Abschluss so, ah hier, ich hab mal ein besseres. Mein Starter muss bald raus aus dem Team, Leute. Ach ja, stimmt. Der Level Cap ist 29 und der ist... Oh, ich hab noch... Ja, ich muss gleich nochmal was ändern wieder. 28 Mitte ist er schon. Ich muss nur einstellen, dass ich nicht wechseln darf. Also ich werde jetzt einfach nicht wechseln die ganze Zeit. Oben ist noch ein Ball, sagst du? Hm, Top Ether. Ein Top-Äther. Ich muss auch aufpassen. Da kommt mein Wasser-Pokémon so ist schon recht hoch, aber das werde ich ja auch nicht einsetzen gegen Pflanze wahrscheinlich. Hab gehört, das soll nicht so gut sein. Warum ist noch so ein Pokémaniac? Also ja, Georock war One-Hit. Das soll nicht so gut sein? Wasser gegen Pflanze, munkelt man. Wasser gegen Pflanze ist gut. Ah, okay, dann nehme ich den doch. Das muss man einsetzen. So, Optionen. Kampfstilfolge. Ah, Pokémaniac. Ne, da nehme ich wieder ein anderes nach vorne. Level 24 ist der erste Feuerviech. Hey, drehen Sie sich um. Du besitzt einen Pokédex? Cool, ich möchte auch einen haben. Ja. Aber nur sorry, ich hab's nicht vorgelesen. Das tut mir schon wieder leid. Nicht, Leute. Aber seine Phlegmon sind halt alle richtig hässlich. Phlegmon ist kacke. Was muss ich machen? Ach, Konfusion können die ja auch, die Bengals. Mhm. Dann walzen wir die mal um. Aquaknarre bringt doch nichts, Wasser gegen Wasser. Welcher Pokémon-Akademie hat der denn gelernt? Nicht in der Grenzischen. Ja. Konfusion wieder. Oh, er hat halt echt sage und schreibe drei fucking Flickmon. Ja gut, du hast ja eh Pikachu. Ist doch schön, ja, kannst du ein bisschen leveln. Obwohl halt, der konnte doch noch gar keine, ne? Doch, ich hab ihm Schockwelle beigebracht, okay. Vom Major Bob! Der kennt sich wenigstens aus mit guten Attacken, der Major Bob. Yo, das zweite Flickmon war ein One-Hit, ey. Bei mir waren die alle kein One-Hit irgendwie. Oh, Level 28. Jetzt muss ich aufpassen, ne? 28? Mhm. Und... BAM! Das dritte war auch ein One-Hit. Hundertprozentig, man kann die bestimmt nicht überspringen. Wen kann man nicht überspringen? Oh, man kann die überspringen. Ah, die hier kann man nicht überspringen. Willst du nicht mehr kämpfen, ach, die wa? Kann man auch überspringen. Oh. Wie bitte? Willst du nicht mehr kämpfen? Weiß nicht, ob ich darf. Bist du direkt die Treppe hoch? Was waren da unten noch? Nischt. Hm, okay. Dann gehen wir mal nach oben. Die kannst du beide austricksen. Ja, aber trickst ich die aus oder nicht? Das sind doch nur so eine lockeren Käfersammler, die können doch eh nix. Das sind doch keine Käfersammler, das sind so Picknicker. Die haben bestimmt Nidoran. Ach so, die Giftdinger. Ah, ich guck mir die mal an.
Huch! Kränz lebt am Limit. Komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nahe. Hey, ich hab alles hier geblitzdingst. Weiß sie ja nicht. Ja, ist es jetzt nur für mich hell, oder wie? Nur für dich hell. Kerstin! Oh, Knuffensa hat die. Erstmal Mogelhieb. Ha, Knuffensa, du Noob. Und nicht Schlafpuder und so eine Scheiße. Ich hasse sowas. Aber hier gab's immerhin die Pokeflöte später. Da konntest du deine Viecher wieder aufwecken. Stimmt, das war als... kann man als Item einsetzen, ne? Ja. Und jetzt wieder der Wickel. Auch nicht der Wickel. Knuffensa ist der nervigste Gegner jetzt wieder mal, ey. Der schläft immer noch. Die nachfolgenden Folgen verschieben sich um 20 Minuten. Um 20 Tage, ja. Wie lange will er denn noch schlafen? Schlafpuder, ich kann kotzen. Ey, er ist aufgewacht. Und haut ihn hoffentlich um jetzt. Er haut ihn nicht um. Och, Goro. Wenn er jetzt wieder einschläft, weine ich. Er wollte wieder Schlafpuder machen, ey, das ist ja wohl nicht wahr. Fenster besiegt. Pipi. Ah, okay. Ja, Pipi ist ja noch Typ normal, das ist dann super. Dann kann ich einen Überwurf machen, dann sollte Pipi tot sein. War das Pipi Langstrumpf? Das war Pipi weiblich. Taubschi! Was macht man denn gegen Taubschi? Nice, sehr effektiv. Ein Bisch gegen Taubschi. Kentucky Fried Taubschi. Oh, das ist cool. Oh nein. Go will Taubschi töten, confirmed. So, dann muss ich jetzt wohl mal heilen, ne? Das sah jetzt nicht so gut aus, wie viel Schaden ich da gekriegt habe. Ein Hypertrank, wo haben wir den denn her? Haben wir gefunden in der MSN. Lol, da macht der 200. Das ist auch verrückt. Yay. So, Taubschi wird jetzt angebrannt mit Glut. Kentucky Wieso Fall nimmst Taubsi. Du nicht Dingens? Pikachu hatte kaum noch Leben. Ah, okay. Heil doch. Du besitzt Pokémon. Lass uns kämpfen. Gegen Picknickerin Vicky? Gegen Picknickerin Ariana. Dating Ariana? Ah, die hat auch einen Taubsi. Habe ich noch normale Tränke? Nee, ich habe einen Supertrank. Und ich habe, das ist doof jetzt. Und so Hypertrank? Ja, 3 KP, ne? Halte ich auch mal mit dem Hypertrank. Welches Pokémon nehme ich denn jetzt nach vorne? Ach komm, er macht Wirbelwind. Ja, da war mir auch gemacht. Kriegen alle jetzt Erfahrung oder was, ey? Ha, hier ist der Ausgang. Wer will noch mal, wer hat noch nicht, Leute? Hier, ich stehe beim Ausgang. Und jetzt macht er Sandwirbel. Soll ich auf dich warten dann? Nee, brauchst du nicht. Ich muss ja den anderen auch noch besiegen. Taubsi down. Alle erhalten 73. Das war lächerlich. Radfratz. Wow. Hättest du nochmal tauschen mit 69 bekommen. Ich wollte ja gar nicht tauschen eigentlich, aber... Aber Taubsi wollte gerne tauschen. Ah, Radfratz habe ich vergiftet. So muss es sein. Wer mir zu nahe kommt, wird vergiftet, Leute. Ihr kennt das Spielchen doch. Buffy darf noch ein paar Level. Ich weiß halt gerade nicht, wie schnell wir jetzt wirklich zur Arena kommen. Ich habe das gerade so in Erinnerung, dass wir erst in diesem blöden Turm müssen und so, oder? Oder ist das gar nicht so? Und gegen Giri kämpfen? Ja. Nee, der kämpft doch da nicht. Ach nee, stimmt, da kämpft er ja nicht. Ja? Da hat er ja einen Trauerfall zu Dingensen. Beklagen. Das ist ein Wanderer jetzt. Kann ich den überspringen, oder? Du bist ein harter Brocken, hat sie gesagt. Ah, hier ist Pokémon Center. Juhu, Lavandia. Nice. Ich komm nicht durch die Tür. Alles klar, ich laber ein bisschen mit den Leuten. Ich würde ja gern alle Trainer mitnehmen, Leute, aber die Pokémon, die ich gegen den Wanderer zum Beispiel einsetzen kann, die sind schon Level 26 oder hier. Ja, ja, das ist 28. Und du musst aber denken... Wir sind noch nicht da. Genau, wir wissen nicht genau, wir sind halt Noobs, Leute, denkt immer dran.
Wenn wir hier irgendwas erzählen, ist es zu 90% bestimmt falsch. Oh nein, in dem Turm ist doch Team Rocket drin. Aber vor Lavandia dürfen wir doch was machen, oder? Nee, ist Route 10, haben wir schon mal gefangen. Ah, okay, das ist die gleiche Route wie oben. Schade. Geister, oh nee. Mauzi, sehr schön, ein Normal-Pokémon. Lavandia, die edle violette Stadt. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Wollen wir da teilnehmen an so einer Andacht? Lavandia Pokémon-Haus von Geria. Geri. Mr. Fui ist nicht zu Hause. Wohin jetzt mag er gegangen sein? Das Problem hier ist halt Mr. Fuis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte Pokémon. Pokémon? Ja. So sind so putzig, Pokémon sind wunderbar. Er macht wieder Wirbelwind, Leute, warum? Pokémon sind wunderbare Schmusetiere. Weißt du, solche Leute, die sowas schreiben, die kaufen ihren Kindern auch eine Katze zu Weihnachten oder so. Glaubst du an Geister? Ja. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Echt? Unlogisch, sagt er. Glaubst du an Geister, Geri? Nee. Hallo, ich bin der offizielle Namensbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Für welches Pokémon soll ich den Spitznamen bewerten? Endlich kann ich meinen Dickda umbenennen. Warum? Wie? Warum? Hä? Weil das Miss Merry Christmas heißt und es ist dann ein Kerl. Ach so, ah ja, okay. Da war ja was. Sehr schön. Und wie soll der Kosename lauten? Giftpuder, das ist ja wohl lächerlich jetzt. Nenne ich Dickda Mr. Four. Fertig. Von nun an heißt dein Pokémon Mr. Four. Alles klar. Das ist ein besserer Name als der vorherige. Für dich. Ja, das ist ja klasse. Ja, Hammer. Der Namensbewerter hat halt voll Ahnung, was Namen angeht. Dem machst du nichts vor. Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Dragossus. Sie konnten dem Team Rocket nicht entkommen. Hey, Goro, Makuhita entwickelt sich. Tüdüdüdü. Büm, büm, büm. Achso, soll ich aufhören? Wie heißt er jetzt? Haivana. Oh, ich. Okay. Nee, Marihuana. Marihuana. Nee, wie heißt er? Hariyama. Hariyama, sag ich ja. Nice. Aber erstmal muss ich ein Gegengift anwenden, weil irgendjemand vergiftet wurde, habe ich gehört. Gegengifte haben wir es. Cordelia, nein, du arme Maus. Oh, wir könnten aber hier fangen. Hier gibt es noch eine Route 8. Route 8? Waren wir noch nicht? Mm-mm. Okay. Wieso sind denn die Routen so durcheinander? Frag mich nicht. Ach, hier geht's raus. Karte, aber wenn du die Karte von Kanto siehst, dann gibt das Sinn. Oh, ich kann einen neuen Schutz kaufen und so. Auf der Karte von Kanto ergibt alles Sinn, Leute. Neue. Wir können super billig kaufen. Hast du jetzt gegen die. Ah, warte, ich geh erstmal meine Pokémon heilen hier. Nur gegen die eine da. Neue Supertränke. Noch mehr Gegengift. Ich habe gerade schon Angst gekriegt. Ich komme in die Stadt und auf einmal hält mein Charakter an. Ich so, nein, was kommt jetzt? Und dann einfach nur, Schutz wirkt nicht mehr. Geri. Nee, das hätte ich nicht gedacht. Wir haben ja noch mal viermal Superschutz. Direkt. Du hast mit den anderen Leuten ja schon geredet und so. Ich habe mit allen hier schon gequatscht. Die geben einem nichts mehr. Bis auf deinen Namensbilder. Was gibt er einem? Der bewegte deinen Namen. Das gibt dir neue Namen. So, was ist jetzt hier oben? Kämpfe ich hier jetzt noch? Ich würde sagen, ja, oder? Du möchtest meine Pokémon sehen. Geisterspuk im Pokémon-Turm. Ach scheiße, das ist bestimmt jetzt Tragosso, okay. Was mach ich denn jetzt, Grenz? Wie, was machst du denn jetzt? Hey, du möchtest meine Pokémon... Ach du Scheiße, den hab ich jetzt auch angelabert. Der hat einen Tragosso am Anfang. Cool. Kopfnuss. Oh, Kopfnuss macht nicht so viel Schaden. Yay, Volltreffer. Tragosso besiegt mit 2 Hits. Alter, mein Oss hat jetzt schon Level 107 KP. Level 107 KP. Level 107 KP, Junge. Alles klar. Oh Scheiße, der ist Psycho. Oh Mann, Nachtnebel. Oh Scheiße, warte mal, das könnte jetzt dumm sein, was ich mache.
Das ist sehr effektiv und zieht 13 ab oder so. Ach ja, Nidoqueen, du bist schon eine Süße. Ich muss echt aufpassen mit den Leveln, ey. Ich hoffe, dass wir bald zu der Arena dann kommen. Obwohl, mein Feuer-Pokémon muss ich dann vorleveln. Was hat er noch? Ach, Fleckmann. Ja, der hat wieder Tragos und Fleckmann. Die gute alte Tragos und Fleckmann-Kombo. Ja, das ist ja auch im Dingens, wird die richtig oft genutzt. Im PvP. Im PvP-Pokémon. Also PvP ist ja Pokémon versus Pokémon. Ja. Ja, hä, was dachtest du denn? Als ob die Zuschauer das nicht wüssten, als ob die doof sind. Man muss immer vom Schlimmsten ausgehen. Hallo, Wanderer. Aha, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. So, Kampf-Pokémon oder... Sollen wir nächstes Mal dann im Pokémon-Turm oder sollen wir nächstes Mal auf Route 8 unser Pokémon? Ja, in dem Pokémon-Turm brauchen wir ja noch nicht, weil wir doch das Sylph Comb noch dafür brauchen, oder wie das heißt. Das was? Na, dieses Sylph Co, damit man die Geister identifizieren kann. Weiß nicht, wovon du sprichst. Echt nicht? Du brauchst so ein Gerät, sonst erkennt der die doch nicht. Der Gerät? Der Gerät, genau, den brauchen wir. Aha. Da muss man doch erst zu dieser Firma gehen in der anderen Stadt. Firma? Ach Gott, Goro hat das noch nie gespielt. Was spielen wir überhaupt? Team Fortress, Pokémon, ne? Heißt sich das, nennt sich das. Was? Team Fortress? Team Fortress! Oh, Georock hat der Scheiße. Random Team Fortress, GG, Deluxe, Deluxe Edition. Oh, Intensität 5, Glück gehabt. Ich hasse Intensität, ne? Es ist so ein Killer. Der hat ja auch, glaube ich, Dingens gekillt. Ist damals so ein bisschen, ist ziemlich intensiv, sagst du? Intensiv. Ja, wir lassen Goro einfach nächstes Mal in den Pokémon-Turm gehen und dann wissen, weiß er genau, was ich meine. Oh, 500 Erfahrungen. Krass. Wow, er kann wieder klar denken, Goro. Hab ihm die Lippen gelesen. Der Wanderer. Warte mal, haben wir schon auf Route 8? Ich guck mir mal nochmal schnell die Karte an. Ich meine nicht. Route 8? Nee, haben wir noch nicht. Aber die müssen wir durchgehen und dann sind wir in... Dann sind wir in einer anderen Stadt und dort wartet auch Erika. Ich glaube, dann können wir Erika machen nachher. Endlich können wir zu Erika, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bist du fertig? Ja, ich stehe vom Pokécenter. Alles klar, ich auch. Cool, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall beide Sichten. Wenn ihr es noch nicht getan habt, tut das jetzt alle Folgen nochmal neu. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein!